Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, aber nicht nur Minecraft, sondern heute werde ich auch euch sagen, wieso jetzt in letzter Zeit überhaupt kein Video mehr kam. Was größtenteils daran lag, dass ich eigentlich privat viel Probleme hatte, aber auch unter Kollegen viele Probleme hatte, die ich erstmal klären musste und so weiter und so fort. Und ich weiß, es gehört eigentlich nicht auf YouTube hin, aber ich dachte mir jetzt einfach mal so, um euch das kurz und knackig zu erklären, warum da jetzt in letzter Zeit überhaupt nichts mehr kam, habe ich mir jetzt einfach gedacht, okay, ich erstelle mal so ein Video und kläre ich da mal ein bisschen auf, was da eigentlich los ist. Ich habe auch tatsächlich eher momentan auch nicht so die große Lust gehabt, irgendwas aufzunehmen, weil mir auch irgendwie so die Lust dazu gefehlt hat, aber ich habe einfach gemerkt, dass jetzt in letzter Zeit überhaupt nichts mehr kam. Und irgendwie habe ich jetzt auch wieder momentan ein bisschen Bock, Videos aufzunehmen, weil ich einfach wieder dran Spaß gefunden habe, was halt in letzter Zeit nicht so wirklich drin war. Und ich hoffe, ihr könnt es auch ein Stück weit verstehen, weil YouTube zu machen ist auch nicht einfach, weil man muss halt auf so viel achten, man muss rechtzeitig Videos rausbringen, man muss sie rechtzeitig erstellen. Man muss sie gut bearbeiten und so weiter und so fort, damit sie halt bei den Abonnenten bzw. bei euch Zuschauern halt gut ankommen. Und ich finde, da war halt auch so eine Art Prozess mit dabei, wo ich mir dachte, okay, YouTube alles schon gut, macht mir Spaß und so weiter und so fort, aber ich brauche mal davon eine kleine Auszeit und diese Auszeit, die habe ich mir jetzt auch in dem Sinne genommen. Weil eigentlich war es ja auch so geplant, dass an diesem Silvestertag, also an dem Neujahrstag, eigentlich auch ein Livestream geplant war zu GTA, der ja leider auch nicht kam, was auch daran lag, dass ich halt zu dem Zeitpunkt ab halt dem letzten Video eine YouTube-Pause gemacht habe, bis zu diesem jetzigen Tag. Und um das einfach nochmal ein bisschen darzustellen, die YouTube-Pause, wie gesagt, das lag halt daran, dass ich halt ein bisschen Auszeit gebraucht habe vom Video machen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, diese YouTube-Pause, die hat mir insgeheim schon was gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, man kann mit Kollegen mehr zocken, ohne irgendwelchen Aufnahmestress zu haben und so weiter und so fort. Und was halt auch größtenteils war, ist, dass halt in anderen Games zum Teil auch viele Dinge passiert sind, die wo ich auch gesagt habe, okay, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock, irgendwas aufzunehmen, weil mich das und das komplett auf gut Deutsch gesagt einfach nur abfuckt. Und ja. Plus, das hat sich jetzt alles letzten Endes ein bisschen gelegt und wenn ich ganz ehrlich bin. Ich möchte mit YouTube, um ehrlich zu sein, gar nicht aufhören, sondern genau das Gegenteil davon, weil ich einfach merke, dass es mir selber auch Spaß macht. Klar, Abonnenten, mein Gott, sind jetzt zwar nicht gerade viel, aber immerhin besser als gar nichts. Ich meine, es kann ja über die Jahre noch besser werden, man weiß es nicht. Und ja. Aber wie gesagt, mit YouTube wird es definitiv weitergehen, da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Da werde ich, solange ich körperlich fit bin, irgendwie, werde ich da definitiv nicht aufgeben, weil mir macht es einfach Spaß, irgendwelche Sachen aufzunehmen, die halt witzig darzustellen, die dann halt auch so rüberzubringen, wie ihr es als Zuschauer, beziehungsweise wie ich es halt auch dann als Ersteller des Videos halt auch dann erwarte. Und das ganze Ding ist halt das, ich habe jetzt auch im GTA von letzter Zeit überhaupt keine Inhalte mehr rausgebracht, weil, wie soll man es am besten sagen, weil ich da halt so mein ein oder anderes Problem hatte, worauf ich jetzt aber auch nicht so ansprechen will. Das hat auch Gründe, aber möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Und was halt noch so ein Knackpunkt war, wo ich halt, auch das Problem, wie soll man sagen, hatte, wo ich halt mit ein paar Leuten Probleme hatte, die halt irgendwie einen Kicker auf mich hatten. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist jetzt in dem Sinn auch völlig egal. Ich habe mich dann halt dazu entschieden, das zu machen und dann halt auch die Pause einzulegen. Und ich meine, es hat mir auch was gebracht. Und
Ich meine, dass dann halt hier in den Kommentaren manchmal geschrieben wird, ja, mach weiter so und so weiter und so fort. Also halt diese Leute, die halt einen pushen und so weiter und so fort. Und das finde ich halt, muss ich sagen, Weltklasse, weil sowas hat man nicht alle Tage. Oder dass halt dann ein Kommentar kommt, wie dass halt YouTube und die Videos, auf gut Deutsch gesagt, halt mehr ans Tageslicht bringen sollen, beziehungsweise mehr empfehlen sollen. Wenn ich solche Kommentare erhalte, dann denke ich mir halt so, wow, okay, finde ich Weltklasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil solche Feedbacks von anderen Leuten, die halt auf YouTube oder halt auf irgendwelchen Plattformen unterwegs sind, kriegt man auch nicht alle Tage. Weil ich habe mir schon mal auf anderen YouTubern-Seiten, ja moin. Bei anderen YouTubern vorbeigeschaut, die ich auch aus dem Internet kenne, und was da zum Teil drin steht an Feedbacks bzw. an Kommentare, da dachte ich mir nur so, okay, also ist zwar nicht das, was auf YouTube zu sehen sein sollte oder wünscht es, aber naja, ich meine, letzten Endes ist es jedem seine Entscheidung, was er auf YouTube hochlädt oder halt nicht. Weil ich meine, im Endeffekt, man kann es niemandem verbieten, es ist ein Land, wo jeder seine Meinung äußern darf, was ich auch völlig okay finde und auch völlig in Ordnung finde, dass man seine Meinung hier frei äußern darf. Weil ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Ländern sowas, aber ich finde, ich bin glücklich, dass ich in einem Land wohne, wo ich meine Meinung frei äußern darf, ohne dass ich gleich auf gut Deutsch gesagt vom Staat auf die Fresse kriege. Und ja, also. Wie gesagt, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei anderen Staaten und so weiter aussieht, halt wie das in anderen Ländern so abläuft mit Meinungsfreiheit oder sowas. Aber ich finde es an sich einfach nur Weltklasse, dass es in Deutschland sowas gibt wie Meinungsfreiheit, weil man darf einfach seine Meinung freien Lauf lassen, ohne dass man mit irgendwelchen Konsequenzen leben muss. Und ich finde, es ist einfach nur Weltklasse. Weil klar gibt es dann manchmal solche Kriterien oder halt solche Themen, wo man sagen muss, okay, ist jetzt nicht so optimal. Aber wie gesagt, ich möchte mich da jetzt auch nicht zu sehr reinhängen, weil ich mich halt einfach mit diesen Themen nicht genau auskenne. Und dann möchte ich mich dann halt auch zurückhalten, wenn ich mich nicht auskenne und mich nicht da irgendwie drauf losschießen, wo ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Und ja. Was ich mich halt dann letzten Endes auskenne, da werde ich dann halt auch meine Meinung zu sagen, aber wo ich halt genau weiß, okay, in dem Themenbereich oder sowas kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus, da bleibe ich dann einfach still und sage einfach gar nichts zu. Ich höre es mir dann höchstens an und mache mir dann halt meine eigene Meinung draus, aber ich sage es dann nicht in der Öffentlichkeit. Weil dann wird es wieder anders aufgeschnappt, als es eigentlich anders rüberkommen sollte, aber ja. Also Leute, ihr wisst da Bescheid, wie ich es meine. Und soll jetzt kein Hate an irgendwas sein, um Gottes Willen. Es ist einfach nur meine Meinung dazu. Und ja. Was das Ganze halt ausgelöst hat, die YouTube-Pause, war, wie gesagt, durch private Situationen, beziehungsweise dass halt im Freundeskreis, im Krass, genau, krass. Im Freundeskreis halt viel passiert ist, wo ich mir halt dachte, okay, ich muss die YouTube-Pause machen. Beziehungsweise weil ich dann halt aktuell, wie gesagt, selber keinen Bock hatte, irgendwas an Videos zu produzieren oder sonst irgendwas, weil mir halt einfach die Motivation gefehlt hat. Und das war halt letzten Endes der Auslöser, wo ich mir dachte, okay, ich mache jetzt einfach eine YouTube-Pause von dem und dem Zeitraum, bis ich dann wieder am Spaß am Aufnehmen habe. Und ich meine, der Zeitpunkt, der ist jetzt eingetroffen, dass ich einfach sagen muss, okay, die YouTube-Pause, die hat sich gelohnt, ich kann jetzt weitermachen. Weil du kannst nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt eine YouTube-Pause und dann danach sagst du, nee, okay, ich mache jetzt ein, zwei Tage YouTube-Pause und dann ist Schicht im Schacht und dann muss ich jetzt irgendwie 20.853 Videos rausbringen. So ist es nicht. Weil ich setze mir jetzt auch kein Limit, wie viele Videos ich im Jahr rausbringen möchte. Also das kommt dann halt tatsächlich drauf an,
wie viel Zeit bzw. wie viel Bock ich darauf habe, irgendwas aufzunehmen bzw. etwas zu erstellen an Videos, was halt dann auch bei euch als Abonnenten auch gut rüberkommt. Und ja, du hast wie gesagt den Spaß an YouTube, den werde ich definitiv nicht verlieren. Weil klar gibt es dann manchmal so die Leute, wo dann reinschreiben, ja, lustig gebaut oder so eine Scheiße. Und ich finde ganz ehrlich, solche Leute, die irgendwas ins Internet reinstellen, von wegen gebaut oder so eine Scheiße, solche Leute ignoriere ich einfach, weil diese Leute haben einfach überhaupt keine Ahnung, dass es hier nicht mit Bots zu tun haben, sondern mit wirklichen Menschen im Netz zu tun haben und das einfach auf gut Deutsch gesagt nicht respektieren können. Weil ich meine, solche Fälle hatte ich schon öfters, was auch GTA angeht, wo mir einfach geschrieben wurde, hey du Bot oder sowas, geh ich mal, keine Ahnung was. Da denke ich mir einfach so, sag mal Leute, was ist denn bei euch falsch? GTA ist zwar klar ein Spiel, wo man sich gegenseitig bis ich in, keine Ahnung, abfahren oder so eine Scheiße. Klar, ich kenne dieses Klischee. Ich meine, dass man sich dann auch da hier gegenseitig bisschen dies und das macht, kann ich auch nachvollziehen und sonst irgendwas. Wie gesagt, ich respektiere das Spiel natürlich so wie es ist, gar keine Frage. Bloß manchmal muss man schon echt sagen, es ist nicht das Spiel, was man sich eigentlich wünscht. Weil manchmal, wenn ich mit meinen Kollegen zusammen GTA spiele, und dann halt irgendwie bei welchen in die Lobby reinjoinen und dann halt das sich rausstellt, dass es halt Kinder sind, die GTA spielen und man halt nichts macht und die halt dann einen direkt attackieren oder sonst irgendwas und man zurückfightet und dann, dass man die Person dann halt über PS4 anschreibt und fragt, ja, hey, hör mal zu, was soll das, warum hast du das und das gemacht? Und dass man dann zum Beispiel den Satz bekommt, ja, hey du Scheiß, H-P-P-P-P-Punkt, guck mal deinen Ingame-Namen an, was ist das für ein Scheiß und sowas und so weiter und so fort. Und ich meine, klar, der Ingame-Name, den ich jetzt aktuell habe, wie gesagt, ist meine persönliche Entscheidung, wenn ich den haben will, ist es mein eigenes Interesse. Weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sag, ja, hey, du Arschloch oder keine Ahnung was, hör mal zu, guck mal auf deinen Namen an, der ist voll hässlich oder voll scheiße oder voll dreckig. Auf den Gedanken würde ich niemals kommen. Ich würde halt sagen, hey, guck dir mal den Namen an oder keine Ahnung wie. Mach halt da ein paar Jokes drüber oder sonst irgendwas und das war's auch. Aber ich würde niemals irgendwie auf den Gedanken kommen, Leute, die ich in Wirklichkeit nicht kenne oder die halt im Netz sind, irgendwie doof zu beleidigen. Weil, wenn ich dann halt irgendwie mitkriege, dass die Person mich dann halt als W-Punkt oder als H-Punkt bezeichnet oder als A-Punkt, da gehe ich dann halt schon her, dann werde ich halt auch energisch und sage dann halt zu dieser Person, jetzt hör mal zu, entweder du lässt die Scheiße jetzt bleiben, auf Deutsch gesagt, oder du hast halt ein Problem dann. Und ich meine, die Situation, die ist bis jetzt schon mehrere Male aufgetreten, dass ich im Netz verbal beleidigt wurde, obwohl mich diese Person in Wirklichkeit nicht kennt. Und dass ich dann halt, wie soll man sagen, halt dagegen was unternehmen, ist ja wohl völlig logisch, weil ich lasse mich im Netz nicht von irgendwelchen Kindergartenkindern, sorry, wenn ich so ausdrücke, aber ich lasse mich von solchen Leuten nicht beleidigen. Weil es kann es einfach nicht sein, dass man irgendwelche Leute beleidigt, die man gar nicht kennt. Weil ich meine, unter Freunden, okay, da ist es jetzt was anderes, da sagt man mal, hey du Arschloch, was soll das jetzt oder sowas. Aber dann halt auch Spaß. Ich meine, unter Kollegen, da kann ich es verstehen, wenn man da mal den einen oder anderen Spruch reißt, wie zum Beispiel jetzt, hey du Mongo oder hey du Zwiebeltopf oder keine Ahnung was. Da kann ich es natürlich akzeptieren und da kann ich es auch verstehen, wenn man da mal so den einen oder anderen Witz reißt. Oder halt auch die ein oder andere harmlose Beleidigung. Ich meine, da ist ja nichts dran. Aber ich meine, wenn es jetzt Leute sind aus dem Netz, die ich überhaupt nicht kenne und man mit denen dann halt irgendwie in GTA oder in einem anderen Spiel begegnet und die dann halt über PSN schreiben, ja, hey du Scheiß, Idiot oder keine Ahnung was.
Oder halt noch schlimmer zum Teil, wie ich gerade gesagt habe, wie das Wort Haarpropo-Punkt. Da denke ich mir dann halt auch so, Leute, was ist bei euch los? Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich sowas schon höre wie, keine Ahnung, was H-Popo-Punkt, A-Popo-Punkt oder W-Popo-Punkt, da werde ich dann auch ausfällig, weil es kann es einfach nicht sein, dass mich irgendwelche Leute beleidigen, die mich gar nicht kennen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt schon extrem viele Leute aufgrund der Situation bei Sony gemeldet, weil es einfach nicht sein kann, dass mich Leute, die mich nicht kennen, einfach grundlos beleidigen. Weil ich meine, es ist ein Spiel, es ist ja nicht hier mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Aber manche Leute nehmen dieses Spiel einfach sowas von ernst, nur weil sie hier ihre KD oder sowas pushen wollen. Klar kann ich es verstehen, dass sie halt damit bis ich ihn angehen wollen oder keine Ahnung wie. Und ich weiß auch, dass halt GTA halt mehr so ein Spiel ist, wo man halt andere Leute bis ich ihn nervt oder sowas auf gut Deutsch gesagt. Also abfuckt und so ein Scheiße. Plus, wie gesagt, dass man halt dann direkt verbal wird und dann halt auf die übertriebene Art und Weise beleidigt. Wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es eigentlich ein absolutes No-Go. Weil ich meine, ich kann ja als auch hergehen und sagen, ja, hey du Scheiß sowieso. Ich kann es auch sagen, aber ich mach's einfach nicht, weil ich die Leute, die ich nicht auch kenne auf PlayStation, die generell beleidige ich einfach nicht aus dem Grund, weil ich dann einfach keinen Bock habe auf Stress oder sowas. Deswegen versuche ich, wenn ein Streit da ist, den Streit ruhig zu klären. Aber bei manchen Leuten, die verstehen es einfach nicht und beleidigen dann direkt los. Und wenn ich die dann melde und wenn ich die Leute dann melde und die sich dann denken, ja, warum hat denn der mich jetzt eigentlich gemeldet? Warum bin ich jetzt eigentlich gefangen? Dann kommt sie wieder so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist doch verständlich, dass man irgendwelche Leute beleidigt, die man nicht kennt, dass man dann automatisch gemeldet wird. Ist doch völlig logisch. Und ich meine, das war jetzt schon so oft, dass ich Leute aufgrund von Beleidigungen melden musste, was ich eigentlich generell nicht mache, aber ich lasse mich nicht beleidigen. Und wenn es dann halt so ist, dass mich halt Leute beleidigen müssen und schon was, dann werden die halt gemeldet und fertig. Weil das kann es einfach nicht sein. Und ja. Bloß Leute. Das Stadion sieht bis jetzt echt schon wahnsinnig aus. Hier soll eigentlich nur so ein Busparkplatz hinkommen. Muss ich aber nur gucken, wie ich das mache. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben mit Tipps und Tricks und sowas. Und ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Was soll ich noch sagen? Also irgendwas wollte ich noch sagen. Da gab es auch noch der Neuigkeit halt von einem Kollegen halt irgendwie einen Vorfall, darüber möchte ich jetzt eigentlich nicht so genau ins Detail gehen. Oder dass halt irgendwelche anderen Leute, die halt eine Behinderung haben, dass man die halt beleidigt oder sowas, bloß weil sie halt eine Behinderung haben. Mein Gott, ich finde und ich glaube, das sind viele meiner Meinung, man sollte jeden Menschen so akzeptieren als auch respektieren, so wie die Leute halt sind, ob sie jetzt eine Behinderung haben, ob sie dünn sind, ob sie dick sind, egal was sie für ein Problem haben. Man sollte die Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der der Meinung ist. Ich glaube, da sind wirklich ziemlich viele der Meinung. Und stimme da absolut zu, was ich hier gerade gesagt habe, weil es kann es einfach nicht sein, dass man Leute beleidigt, bloß weil sie irgendwie eine Beeinträchtigung haben oder zu dünn sind oder zu dick sind oder keine Ahnung was. Und ich finde, sowas, wenn man Leute aufgrund sowas runter macht oder beleidigt, sorry Leute, dass ich es so hart sage, aber manche, also ganz ehrlich, solche Leute sind für mich einfach nur strohdumm. Solche Leute haben einfach überhaupt keine Ahnung, wie es sich anfühlt, irgendwie eine Beeinträchtigung zu haben oder eine Krankheit zu haben. Diese Leute wissen es einfach nicht. Und ich finde, solche Leute, wie gesagt, ich hab nichts allgemein gegen solche Leute, dass solche Leute sonst echt mal spüren, wie sie es anfühlen, eine Beeinträchtigung zu haben oder sonst irgendwas. Weil es kann es einfach nicht sein. Und ich finde, das sind, glaube ich, tatsächlich viele meiner Meinung, was ich hier jetzt allgemein in dem Video gesagt habe und so weiter und so fort. Und ich glaube, da werden mir auch einige zustimmen. Und ja.
Leute, kurzes Aufklärungsvideo mit bisschen Minecraft gespiele hier. Falls es euch gefallen hat, trotz dessen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und mich unterstützt. Und ich würde sagen, lasst uns die 100 Abonnenten auf jeden Fall knacken. Und ja, Leute, wie gesagt, falls ihr derselben Meinung seid wie ich, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.